Wisst ihr, was ich absolut liebe, wenn wir diese bescheuerten, dummen, unnötigen Challenges machen? Dass wir das Spiel auf Deutsch spielen können und keine Mods nutzen müssen. Das sind zwei große Vorteile. Zum einen kann sogar mein Spatzenhirn verstehen, was wir hier treiben. Und zum anderen läuft das Spiel meistens ein bisschen flüssiger, weil diese ganzen Mods unfassbar viel Performance fressen. Apropos fressen, ich spiele auf regulär und warum werdet ihr denn auch verstehen, wenn es soweit ist? Jedenfalls freue ich mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid heute zu einer brandneuen Folge Hearts of Iron 4 Challenges. Und heute dürfen wir nur Panzer benutzen. Ja, Panzer. Und ich habe mir gedacht, wir übertreiben einfach noch ein bisschen mehr heute. Wir dürfen nur schwere bzw. Schwerter überschwere Panzer nutzen. Das wird noch viel lustiger. Einzige Ausnahme ist, wir brauchen natürlich motorisierte Infanterie dazu, damit wir genug Organisation haben. Ansonsten fahren die Teile ja nicht. Und forschungstechnisch habe ich es heute auch nicht allzu schwierig. Wir brauchen eigentlich nur Industrie und Panzer natürlich. Übrigens Flugzeuge, das sage ich euch gleich, Flugzeuge sind erlaubt. Genauso wie Support Companies. Wir starten jedenfalls direkt mit der Produktion von Neubaufahrzeug, auch einfaches schweres Panzerchassis genannt. Und der Rest der Welt denkt sich so, hä? Wo sind denn die deutschen Truppen hin? Könnt übrigens schon mal in die Kommentare daddeln, ob ihr denkt, dass die Krabbe das heute schafft, den Zweiten Weltkrieg nur mit überschweren und schweren Panzern zu gewinnen, oder ob ihr sagt, nee, das klappt nicht, dafür ist die Wirtschaft nicht viel zu schlecht. Jedenfalls das Einzige, was ich jetzt erstmal brauche, ist Militärerfahrung, dass wir unsere Division überhaupt erst anpassen können. Überlege übrigens gerade, wäre die Dora nicht rein theoretisch auch erlaubt? Weil eigentlich ist es ja auch nichts anderes wie ein super schwerer Panzer, nur halt einer, der nicht so wirklich ohne Schienen fahren kann. Aber ihr versteht bestimmt, was ich meine. Am Ende des Tages hat alles ein langes Rohr. Langes Rohr. Und dann machen wir mal den berühmten Pakt mit die UdSSR. Findest du übrigens traurig, dass es nach 5 Jahren immer noch nicht gefixt ist, das zu ändern auf Pakt mit der UdSSR. Aber jedenfalls das Schöne daran ist, es gibt uns Boni auf Panzertechnologie. Und wer 1 in 1 zusammenzählen kann, der weiß, dass wir das jetzt natürlich gut brauchen können. Und wer nicht 1 in 1 zusammenzählen kann, der kann halt nicht rechnen. Brauchen heute auch ausnahmsweise einen Panzergenie und nicht etwa einen Infanterieexperten. Ich glaube, wir nehmen beim Stabschef mal den Organisationskollegen mit. Ist bei Panzern immer nicht allzu schlecht. Ich hätte hier schon mal ein erstes Template vorbereitet. 31 Organisation ist nicht gut, aber besser geht's gerade nicht. Und da fehlt es auch schon an Panzern. Scheiße. Andere, was mir Sorgen bereiten wird, ist der Treibstoffverbrauch, den wir haben werden. Weil die Dinger schlucken wie meine Mutter hinter dem Hauptbahnhof. Ich glaube ja auch, wenn irgendwas überhaupt zum Problem wird, dann sind sowieso die Sowjets mit ihren 7,5 Milliarden Truppen, die sie mir an den Kopf schmeißen werden. Fühlen sich immer ganz cool da drüben mit ihrer Riesenbevölkerung. Ballern wir natürlich den Porsche mit rein, schwere Panzer, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das. So macht das Panzerfahren Spaß. Wen sollte ich denn hier einteilen, wenn es nicht der gute Erwin Rommel ist? Es ist quasi so, als ob dieses Video nur für ihn existieren würde. Naja. Ah. Ja gut, so viel zu dem Thema. Ach komm, es geht doch jetzt schon wieder richtig beschissen los. So viel zu meinem Maul. Ach Mann, ich wollte doch Anschluss machen. Ganz wichtig heute wird auch die Spionage. Wir brauchen auf alle Fälle Kollaborationsregierungen in besetzten Gebieten. Da wir natürlich auch nicht bei den Garnisonen auf andere Truppen zugreifen dürfen, müssen wir quasi auf Garnison verzichten. Das heißt, wir brauchen möglichst hohen Gehorsam. Und den bekommen wir am besten über Kollaborationsregierungen. Zumindest die Panzerproduktion läuft auf Hochtouren. Haben die sich echt hier Österreich-Ungarn reingestellt? Ich hoffe mal, die erinnern sich daran, wie die guten alten Zeiten damals waren. Denke mal, die werden sich nachher die Tschechen noch holen, aus Gründen der historischen Korrektheit. Und wie wir das alle kennen, hört man nicht einfach auf, wenn man kurz vor seinem großen Ziel steht. Aber glücklicherweise möchten die Schweizer uns unterstützen, was ich super finde. Mehr Produktionsleistung und weniger Fabriken für Konsumgüter. Das ist fast wie ein Sechser am Lotto. Ich kann nicht bei den Spaniern helfen. Oh, tut mir leid, Kollege Franco, ich kann dir nicht helfen, selbst wenn ich wollen würde. Vielleicht will ich auch gar nicht, wenn meine Panzer zu wertvoll sind. Wer hat's gewusst? Wer hat's gewusst, dass Österreich-Ungarn wieder das macht, was sie nicht machen sollen? Würde ich am liebsten direkt drüber gehen und dem mal kurz das Schnäuzerchen reinboxen. Krass. Okay, wir sind jetzt direkt schon im ersten Krieg mit drin. Dafür bin ich nicht bereit. Aber egal, scheiß drauf. Heute ist YOLO angesagt. Okay, ne, ignoriert man YOLO. Ich kann ihnen gar nicht helfen, weil die keinen Hafen haben, diese Trottel. Können wir mal gucken, ob wir schon eine Naval Invasion machen können. Unsere Flotte sollte ja stark genug sein. Ja, die Chinesen sind richtig am Arsch, denn die Japaner haben sich dazu entschlossen, Hunan und Guangxi als Verbündete zu bekommen. Und Shaanxi und Mengoku und Manchukuo und mein Großvater hat sich auch noch... Stopp, bleib hier, Mann.
Dein Großvater ist doch nicht gegangen. Wollte aber gerade gehen, der alte Sack. Ansonsten, ja, Bürgerkrieg hier, Bürgerkrieg da, Bürgerkrieg tralala. Ich für meinen Teil warte darauf, dass die Naval Invasion in 27 Jahren endlich starten kann. Naja, Naval Invasions in Finnland. Jetzt mal ohne Witz, ich glaube, das ist das erste Mal in 3000 Stunden, dass ich eine Naval Invasion nach Finnland mache im Jahr 1938. Und vor allem, wenn die Invasionsarmee nur aus schweren Panzern besteht. Hoffe mal, dass der Treibstoff reicht. Landung selber war schon mal erfolgreich, positiv. Dann fahren wir mal eine Runde durch finnisches Territorium. Bom, bom. Wir werden auch Logistik rushen, denn der Vorteil an Logistik ist einfach, dass wir weniger Treibstoff benötigen. Und einmal dürft ihr raten, was Panzer sehr viel benötigen. Und vor allem schwere Panzer. Genau, Twix-Riegel. Und Treibstoff. Haben leider durch Verschleiß... Oh, das ist ärgerlich. In der Ausbildung... Ah, okay, in der Ausbildung verloren. Nee, ist okay. Jetzt dachte ich schon ganz kurz, dass wir die tatsächlich im Kampf hier oder... im Gebiet verloren hätten. Hier nehmen wir natürlich Blitzkrieg mit, weil das unsere Panzer brutalst bufft. Jetzt wollte ich mal gucken, was für Stats wir haben. Jetzt verrecken die alle so schnell. Naja, 150 weicher Attack, 360 Breakthrough. Das ist halt das Nice an diesen übertriebenen Divisionen. Heißt, die können eigentlich gar keine Verteidigung aufbauen, wenn wir einfach durchfahren, wie durch so einen Schneehaufen. Und vielleicht hören wir auf, diesen See zu bewachen, denn solange da nicht das Monster von Loch Ness rauskommt, hat das jetzt für mich keine Bedeutung. Und soweit ich weiß, war meine Mutter zuletzt gesehen eben nicht in Finnland oder Schottland, sondern in Kroatien. Aber schön, dass die Nationalisten gewonnen haben. Können wir uns wieder auf dem Heimweg machen. Es ist so weird. Unsere ersten Verbündeten sind nicht Italien oder Ungarn, sondern Finnland und fucking Lettland. Estland meine ich. Oh, das ist cringe. Haben übrigens nichts im Kampf verloren. Das meiste haben wir hier in der Ausbildung verloren. Also quasi hier das Trainieren der Truppen, wenn es darum geht, Stufe 3 zu erreichen. Und wir können übrigens ein paar Abzeichen verleihen, weil die an der Schlacht teilgenommen haben. Das ist ja sehr toll. Und würde ich fast schon sagen, wir nehmen hier einen Nachschubbedarf, den wir verringern können. Das ist schon mal sehr praktisch. Ich verstehe zwar nicht genau, wie das funktioniert, aber vielleicht, wenn man die Medaille an den Panzer klebt, schluckt da weniger Treibstoff, sondern trinkt dafür Champagner. Österreich-Ungarn wird uns auf alle Fälle beitreten, sobald die World Engine 40% beträgt. Und Rumänien wird uns wahrscheinlich auch bald beitreten. Ich glaube, das dürfte sogar relativ schnell jetzt der Fall sein. Jawohl. Willkommen im Bündnis. Und nebenbei schieben wir den Franzosen die nächste Kollab-Regierung rein. Also mal bei 60%. Kurze Frage, es ist 1938 und die wollen mich schon in den Krieg stürzen gegen Griechenland, Britannien, Kanada. Also die... Ey, Digga, was ist das denn jetzt? Hä, bin ich im falschen Film? Was soll denn das? Unsere Armee hat einen Maximalverbrauch von 11.700. Wir haben eine Produktion von 3,1. Also da ist ein brutales Defizit vorhanden. Aber mit Logistikkompanien sollten wir damit schon mal ein bisschen entgegenarbeiten können. Während die Chinesen ihr Duell gegen Japan verloren haben. Was für mich nicht allzu schlecht ist. Und auch nicht schlecht ist die Tatsache, dass er trotz allem hier scheinbar in Spanien seinen Bürgerkrieg gewinnt. Und Litauen uns das Mimeland gegeben hat. Dankeschön. Ja. Die Briten haben den Niederlanden den Krieg erklärt oder auf gut Deutsch gesagt, ich dachte, die Niederlanden jetzt helfen, dass sie nicht vernichtet werden. Ah ja, die Türkei möchte auch noch beitreten. Das ist schön, so früh auch schon. Wir nehmen alle Hilfe, die wir bekommen können gegen diese bösartigen Kriegstreiber auf der Insel. Und vor allem kann ich auch meine Panzer nach Griechenland schicken. Jetzt ist der Irak und Iran auch noch mit bei uns in der Gang. Es ist nicht das beste Gelände für Panzer, aber wie mein Urgroßvater schon immer sagt, muss nicht passen, muss wirken. Ne? Na, bella Italia. Noch irgendjemand? Heute ist Free for All. Jeder darf rein. Digga, wann haben die mir eigentlich Königsberg geklaut, diese hässlichen? Ich schwör, da passt 5 Sekunden nicht auf und die Briten hocken sich mit ihrem fetten Arsch direkt auf mein Territorium. Frankreich. Keiner weiß, was die Briten machen. Nicht mal ich weiß, was die Briten machen. Nicht mal die Briten wissen, was die Briten machen. Die Briten sind im Krieg mit Frankreich. Ja, ist mir recht. Ist mir recht. Ich wollte schon immer mit Frankreich verbündet sein. Nein, eigentlich nicht, weil ich hier eine Kollaborationsregierung aufgebaut habe. Wir haben jetzt schon 60%. Ah, egal, ich kann die immer noch aus dem Bündnis schmeißen und niederknüppeln. Ach, Jugoslawien auch noch, okay. Ja, cool, ich muss gar nichts machen, Alter. Das ist so Selbstläufer heute. Das ist meine Allianz. Weil die Briten meinen, sie müssen alle angreifen. Da fällt mir fast das Brot aus dem Mund. Was? Die Sowjetunion ist den Alliierten beigetreten. Das schmeckt mir jetzt aber nicht so gut. Ja, okay, gar nicht so schlimm. Wir haben gar keine Front zu denen. Ah, doch, die Türken haben eine Front zu denen. Rumänien hat ja auch eine Front zu denen. Naja, würde ich dir nicht empfehlen, den Krieg beizutreten, weil ich glaube, wir würden die platt machen. Ist auch mal eine super Idee, einen Putsch zu starten, während die halbe Welt mit einem im Krieg liegt. Denken die wirklich, dass sie eine Chance haben? Und wie in alten Zeiten
Dritte nur noch Österreich-Ungarn uns bei. Und damit haben wir das alte Bündnis wiederhergestellt mit Deutschland, Österreich-Ungarn, Italien, Frankreich, Jugoslawien, Türkei, Irak, Iran sowie Rumänien. Alle gemeinsam kämpfen wir gegen die bösen Alliierten. Das Erste, was wir jetzt machen, ist rein rechtlich schon komplett korrekt, ist Polen angreifen. Dafür habe ich ja meine Panzer den ganzen Tag gebaut, um Polen anzugreifen und mein Gebiet den Königsberg zurückzuholen, die mir recht unmäßig geklaut wurden. Auch unrechtmäßig genannt. Das Verhalten der Briten ist ohne Ehre. Bin mal gespannt, wie viele Verluste wir jetzt erleiden gegen die Polen. Meistens sind das um die 100.000 bis 200.000. Mal gucken, wie das jetzt mit meinen Panzern hier ausschaut. 1.700, 1.900. Polen hat innerhalb weniger Tage kapituliert und wir haben jetzt insgesamt verloren 7.300. Im Kampf 130 schwere Panzer, die wir in ein paar Tagen wieder aufgefüllt haben. Das ist so cool. Aber keine Sorge, wir testen unsere Panzer nachher auch noch gegen andere Feinde, indem wir dann Frankreich und die Russen angreifen. Vielleicht sogar noch die Italiener und Österreich-Ungarn. Mal gucken, wenn die alles aus dem Bündnis schmeißt. Oh, das kaiserliche Helvetien, das ist ja interessant. Warum wollt ihr denn unserem Bündnis nicht beitreten? Ah, demokratische Unruhen, ich verstehe. Aber trotzdem interessant, ich habe das doch schon lange nicht mehr gesehen, dass die Schweiz die Hellebarde da im Bild hat. Aber es ist eine gute und eine schlechte Nachricht für Belgien. Die gute ist, wir brauchen sie nicht, um in Frankreich einzumarschieren. Die schlechte ist, ich werde sie trotzdem erobern. Oh nein, die Briten garantieren Dänemark. Wer würde da denn dann den Krieg erklären wollen? Ja, jeder, der eh schon mit den Briten im Krieg liegt. Weiß ja nicht, was die Franzosen mit ihrer Flotte gemacht haben, aber gegen die Briten schauen wir aktuell alles schlecht aus. Nutzen wir doch kurz diese Sekunden und bedanken uns bei den Kanalmitgliedern. Diejenigen, die jeden Monat dafür sorgen, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, der Kanal läuft, ich alle Leute bezahlen kann, die hier mitarbeiten und immer noch motiviert bin, jeden Tag neue Videos aufzunehmen. An der Stelle an euch alle ein extra fettes Dankeschön für euren Support. Aber natürlich auch an alle anderen, die Videos schauen, liken und kommentieren. Danke, ihr seid die Geisten. Digga, ich chill hier hart und ich schau mal so nach Osten, denk mir so, was ist im Osten los? Was sind im Krieg? Hä, wann habt denn ihr den Krieg erklärt? Also was ist denn? Hä? Ah, die haben Jugoslawien angegriffen, Vollidioten. Keine Angst, Leute, ich bin unterwegs, ganz eiligen Schritte. Weil ich noch nicht so genau weiß, was ich jetzt davon halten soll, dass wir jetzt gegen die Sowjets kämpfen. Bin aktuell eher dabei, erstmal unsere Werften auszubauen, dass wir zumindest mal ein paar Schiffchen ins Feld schmeißen können. Jetzt liegen wir auch noch im Krieg mit Schweden, das ist natürlich wieder super. Die zetteln da oben einen Konflikt nach dem anderen an. Die gehen mir ja so auf den Sack, ich will hier nur chillen. Aha, die Schweiz möchte uns auch beitreten, das ist super. Die können wir nachher alle nutzen, um die Franzosen zu vernichten, weil niemals im Leben werde ich mit kommunistischen Demokraten eine Partie beenden. Haben wir gleich die Farbe geändert, sind jetzt kommunistisch rot geworden aus irgendwelchen Gründen. Schauen wir mal gegen die Sowjets, was unsere Panzer so ausrichten können. Wir haben zumindest guten Weichenangriff. Unser Breakthrough ist brutal mit 400. Wir schneiden quasi einfach durch die sowjetischen Linien wie ein Lava-Feuermesser durch Butter. Wir haben schon 160.000 Sowjets ausgelöscht und die haben gerade einmal wo sind sie denn überhaupt? 1000. 1000 zu 160.000. Deutsche Panzertechnologie ist unbesiegbar. Ah, wir bauen jetzt den Tiger, meine Freunde. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Wir brauchen mehr Ressourcen. In der Zwischenzeit haben wir 2.800 Mann verloren. Die Sowjets haben 308.000 verloren. Ich glaube, ich spiele nur noch mit Panzern. Ich sage euch, wie es ist. Zum ersten Mal in meinem Leben pushe ich hier auch die rechte Seite runter, weil wir gerade keine Bevölkerung brauchen. Da wir so wenig Verluste haben, dass ich eigentlich fast gar nichts bräuchte. Ich könnte eigentlich rein theoretisch komplett auf Soldaten verzichten und in meine Panzer einfach Roboter reinstecken. Ich glaube, das ist die beste KD, die ich jemals hatte gegen die Sowjets. 19,5 zu 535.000. Das ist so, als ob wir noch nicht mal angefangen hätten, Krieg zu führen. Naja, das ist immer das Gleiche. Kaum sieht die Welt, dass man mit überlegener Technologie Feinde zermalt wie Kaffee in einer Kaffeemühle, kommen sie alle angeschissen und wollen auch noch unbedingt ein Bündnis beitreten. Natürlich, Spanien, natürlich dürft ihr auch gerne meiner Gang beitreten, aber es kann sein, dass ich euch wieder rausschmeiße und zusammentrete, wie damals am Schulhof. Ein paar Briten haben sich nach Berlin verirrt. Bin mir noch nicht sicher, ob mir das jetzt Gedanken machen sollte. Zumindest haben wir es geschafft, in Schweden einzumarschieren, nachdem meine Panzer es geschafft haben, die Meerenge zu überqueren. Ist ja auch nicht so schwer. Die Dinger fahren einfach los und kommen auf der anderen Seite des Meeres wieder raus. Spanien auch mit einem atemberaubenden Duell gegen die Portugiesen. Das ist so spannend, ich bin dreimal eingeschlafen. Aufgrund der unfassbaren Inkompetenz dieses Landes gegenüber den paar portugiesischen Rebellen.
Immerhin hat Schweden sich weggeschmissen. Ah, hier oben ist alles sauber. Alles Paletti im Konfetti. Na, nicht ganz eine Provinz. Na, die holen wir uns aber auch gerade. Aber ansonsten... Easy peasy lemon squeezy, Alter. Ja, Japan hat sich Australien geholt. Die Emus werden jetzt sicherlich ein bisschen ein härteres Leben haben, weil es gegen die Australier. Sag mir, dass dir Moskau nichts wert ist, ohne mir zu sagen, dass Moskau nichts wert ist. Na? Ich habe halb Russland erobert, aber das juckt die einfach nicht. Das ist denen scheißegal. Vor allem auf der anderen Seite haben sie auch noch die Hälfte ihres Landes verloren. Ach ja, Bulgarien. Die haben jetzt gerade doch gefällt, zu meinem Glück. Das sieht so lustig aus. Vor allem, wenn man überlegt, dass wir eigentlich nur Polen und Belgien angegriffen haben hier. Der Rest Europas hat sich uns ja freiwillig angeschlossen. Ja, leider haben wir ein kleines Defizit an schweren Panzern. Da sind halt doch ein paar in der russischen Tundra stecken geblieben. Ja, davon abgesehen haben wir diese russischen Freunde endlich platt gemacht. So, mit denen dazwischen sind über 200 Schiffen und ich glaube, die Briten haben eh auch einen Teil ihrer Flotte. Haben sie nicht. Sind scheinbar einfach nicht da. Sollten wir jetzt dann bald unsere Naval Invasion starten können, sofern die Briten nicht ihre hässliche Flotte herbewegen. Aber es hat funktioniert. Die Briten haben sich geweigert, ihre Flotte rüberzuschicken. Und damit nehmen wir die britische Insel mal unter Beschlag. Das ist das Schöne am Panzer. Die haben absolut keine Chance gegen uns. Zeigen wir den britischen Truppen, was wahre Macht bedeutet. Oh, jetzt Sabaton im Hintergrund laufen lassen. Tschüss, YouTube-Kanal. Aber wäre cool, hätte ich gerade voll Bock drauf auf Sabaton. Macht mal im Hintergrund Sabaton-Musik an, während wir jetzt hier zuschauen, wie die britischen Panzer weggerollt werden. Von den deutschen Panzern. Die haben gar keine Panzer. Das ist eine Sache von Tagen. Wenn die überhaupt, schau, wie schnell wir hier durchfahren. Sogar ohne Treibstoff fast. Wir haben alle keine Versorgung. Unsere Panzer, die fahren eigentlich in der Zwischenzeit mit CO2 aus der Luft. Naja, nach wenigen Tagen, nachdem wir in Britannien gelandet sind, war's das. Das Ende der Briten. Tschüss. Ich werde jetzt einfach mal Lebensraum überall besorgen. Also wir werden jetzt einfach mal alles holen, was ich mir so holen kann in meiner direkten Umgebung. Weil ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock drauf, dass mir irgendjemand anderes Gebiete klaut. Warum hat denn Japan Interesse an Schweden eigentlich? So, die neuen Friedensverhandlungen haben wieder mal dafür gesorgt, dass die Welt wunderschön aussieht. Ich liebe es. Aber trotzdem bin ich relativ zufrieden, bis auf was auch immer das hier sein soll. Die Sowjetunion. Weißt du, was das ist? Ein Baum. Das ist nicht irgendein Baum, das ist der Baum. Der steht hier schon länger, als du auf der Erde bist. Ja? Allein die Außenhaut vom Baum ist beeindruckend. Bäume sind dafür bekannt, dass sie im Boden wachsen und nach oben wachsen. Und genauso bekannt ist auch, dass der Baum zum Beispiel Wasser braucht. Ne? Womit wir auch schon beim Thema wären. Wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche zwei Dinge im Leben. Erstens Leute, die sich meine Videos anschauen. Und zweitens Geld. Erstens Leute, die sich meine Videos anschauen und zweitens Leute, die abonnieren. Na, das ist das Wichtigste, was wirklich zählt im Leben. Und wie dieser Baum, wenn die zwei Sachen nicht existieren, dann existiere ich auch nicht mehr. Deswegen abonniert den Kanal und tut der Krabbe einen Gefallen. Digga! Aber ich extra für euch die Friedensverhandlung nochmal wiederholt, dass dieser hässliche Klumpen da weg ist. Und ihr könnt euch alle vorstellen, was wir jetzt noch machen werden, nämlich diese hässlichen Baguettes aus dem Bündnis schmeißen und dafür zu sorgen, dass wir sie vernichten, damit sie nie wieder auferstehen können. Ja, ganz eine Truppenbewegung hier. Das ist wie damals, wenn ihr auf dem Volksfest seid und das Volksfest ist vorbei und tausende Menschen bewegen sich nach Hause. Genauso ist es hier auch. Hey, Italien hat einfach Frankreich den Krieg erklärt. What the fuck? Mussolini, was ist falsch mit dir? Alter Kriegstreiber, ich hasse dich. Kann ich ihn umbringen? Nee, erstmal kurz den Krieg beitreten. Ich nutze es ja jetzt quasi eiskalt aus, dass die Italiener uns hier schon die Arbeit umgangen haben. Ja, jetzt marschieren wir einfach kurz in Frankreich ein. Die Franzosen hätten ja so schon keine Chance gehabt, aber gegen überlegene, übertrieben starke Panzerdivision haben sie natürlich erst recht keine Chance. Wie wir aufräumen mit denen, ist so grausam. Wir haben jetzt 500 Breakthrough in der Zwischenzeit. Japan möchte auch noch 13 Divisionen und Luftgeschwader schicken, nehmen wir auch gerne an. Jeder ist willkommen, der uns unterstützt im Kampf gegen die bösartigen Franzosen. Schweiz möchte uns übrigens auch helfen, was ich sehr großherzig finde. Ich habe schon mal gewusst, die Schweizer haben ein gutes Herz. Oder so. Na gut, das war quick. Das war wirklich quick. Italien hat mehr Punkte als ich, fast ekelhaft. Aber die nehmen sich nichts. Warum nimmt sich Italien nichts? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber... Ach, jetzt hat... Jetzt, wo ich... Na,
Wollte eh nur Frankreich haben. Ah, es ist schön. Ja, gefällt mir das oder gefällt mir das. Und das Schöne ist, die Vereinigten Staaten, die sich in der Zwischenzeit auch irgendwie Mexiko geholt haben, obwohl ich es gar nicht mitbekommen habe, war wahrscheinlich so eine Kneipenschlägerei, wo es um die Besitzungsrechte von Mexiko ging. Ja, die haben sich ja nie eingemischt und sind seit 20 Jahren im Krieg mit Peru und so. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich bin tatsächlich zufrieden. Wir haben super easy die gesamte Welt erobert. Also bis auf Amerika. Wen juckt schon? Amerika ist ein langweiliger Doppelkontinent, meine Güte. Aber ich bin happy. Italien besitzt ganz Afrika und Indien. Japan besitzt ganz Asien und wir besitzen die wertvollsten Ressourcengebiete der Welt und Wirtschaftsgebiete und Menschengebiete und alles eigentlich, alles geil in Deutschland 1942. Gut, ansonsten, ich hatte Spaß, ich hoffe, ihr auch. Überlegen, aber vielleicht doch nicht die beste Strat, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie Probleme hätten. Trotz allem, ich bin raus für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und nicht vergessen, keine Krabben essen.